Dein Weg raus aus Beziehungskrise, Trennung und Liebeskummer. Zurück ins Beziehungsglück. Und hier kommt ja wieder dein Beziehungsquickie für diese Woche. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Art und Weise, wie du, wie wir als Menschen Dinge, Ereignisse, aber vielleicht auch Reaktionen von anderen Menschen bewerten, oft irgendwelche Gefühle, Emotionen in dir auslösen? Oft sind es Emotionen, die vielleicht nicht gerade mit Freude verbunden sind. Oft sind es Emotionen wie Traurigkeit, vielleicht auch ein Stück Hilflosigkeit, was sich manchmal breit macht. Vielleicht auch ein bisschen sowas wie Trauer, ein bisschen Sorge oder Angst, Angst vor der Zukunft, Angst, den anderen verlieren zu können, Angst, nicht zu wissen, was als nächstes kommt. Vielleicht ganz, ganz viele Sorgen, die manchmal mit bestimmten Situationen verbunden sind. Aber diese Emotionen sind es dann oft auch, die dich daran hindern, den nächsten für dich wichtigen Schritt machen zu können. Vielleicht auch mal was loslassen zu können, eine Sorge mal fallen lassen zu können und den Fokus auf die Chance, vielleicht auch die neue Möglichkeit da zu richten, die daraus entsteht. Du kennst es bestimmt auch, dass du dann manchmal nachts im Bett liegst, du kannst nicht schlafen, die Gedanken kreisen und irgendwie kommst du aus diesem Strudel nicht mehr raus, weil diese Emotion immer mehr an Fahrt aufnimmt, weil die Emotion dich immer mehr gefangen hält, weil diese Emotion, die du da gerade spürst, irgendwie viel, viel mächtiger ist als dein Verstand, viel mächtiger als das, was du dir lieber sagen möchtest, wie alles wird gut. Aber die Emotion zeigt dir was ganz anderes. Sie sagt, nee, ich mach mir Sorgen. Und du sagst immer noch, hey, nee, das muss doch irgendwie gut werden. Andere schaffen das doch auch. Ich möchte mich nicht ärgern. Ich möchte irgendwie entspannter sein. Aber deine Emotion lässt es nicht zu. Und stell dir vor, du hast jetzt die Möglichkeit, an dein Handy zu nehmen, dein Tablet zu nehmen und einen Coach aufzurufen, anzurufen, einen Coach, ja, zu nutzen, der jetzt gerade verfügbar ist. Nachts um 2, nachts um 3, morgens um 5. Und der dir bezogen auf das, was du gerade durchmachst, die Emotionen, die Hilflosigkeit, die Trauer, die Angst, die Sorgen, die du hast, dir ganz bewusst und ganz gezielt sagen kann, was kannst du jetzt tun? Und dich ganz in die Hand nimmt und mit dir eine Übung durchführt, eine Übung macht, die diese Angst, diese Anspannung in dir auflöst. Und du auf einmal in der Lage bist, doch wieder schlafen zu können. Du in der Lage bist, einen Schritt nach hinten machen zu können, die Sachen neu zu bewerten und zu sagen, ja, ich sehe die Zuversicht. Und ich kann sie jetzt auch spüren. Stell dir vor, das gibt es. Und das wird es geben. Und das garantiere ich dir. Und das in nicht allzu langer Zeit, in absehbarer Zeit. Denn am 10. Januar hat sie gestartet, die Crowdfunding-Kampagne zur Entwicklung und der Weiterentwicklung der Beyond Breakup Beziehungskrisen-App 2.0. Hier geht es genau darum, nämlich ein Produkt, eine App zu entwickeln, die kostenlos jedem Menschen zur Verfügung steht, um genau das zu erreichen, nämlich diese Anspannung, diese ja belastenden Emotionen zu reduzieren, runterzufahren, damit jeder Mensch, auch du, wieder in die Lage kommt, neue Perspektiven zu entwickeln, neue Kraft und Möglichkeiten zu sehen, Chancen rauszuholen und diese unangenehmen Gefühle sozusagen nicht zu verdrängen, sondern aufzulösen, um Platz zu machen für eine tolle neue Zukunft, für einen neuen tollen Tag, für einen erholsamen Schlaf, für einfach vielleicht auch einfach nur innere Stärke, für Stolz, für Selbstbewusstsein. Genau dafür stehen wir. Ich zähle auf dich, wir zählen auf dich, weil wir gemeinsam sind nämlich die Community, die sich darum kümmern, die Welt ein bisschen angenehmer zu machen, den Frieden reinzubringen in die Beziehungen, aber auch in dich und alle anderen Menschen auch, nämlich diesen Stress abzubauen. Und das schaffen wir gemeinsam über dieses Projekt. Also unterstützt dieses Projekt und du bist Teil von der Beyond Breakup Beziehungskrisen-App 2.0, die jedem zur Verfügung stehen soll. Wie du gestärkt aus einer Trennung herausgehst oder eine Beziehungskrise erfolgreich meisterst, verraten dir Felix Heller und Ralf Hofmann. Vereinbare jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter www.beyondbreakup.de.